Ja, also der jetzt in der Runde ist jetzt dann der Jörg Sterlinski, Entschuldigung Jörg, an der Reihe mit Monitoring bei der GISA. Nicht wundern dann, die Herren sind heute quasi, der Jörg ist dreigeteilt. Es kommen dann quasi nochmal zwei andere Kollegen, die tauschen heute ein bisschen die Runde so durch. Also wir werden dann quasi zu jedem Thema, so wie ich dann das mitgekriegt habe, immer ein bisschen ein wenig an Spezialisten hören, ne? Genau. Okay, dann danke und viel Spaß. Ja, so, willkommen erstmal zur Vorstellung des Monitorings bei GISA. Wie es der Tobias eben schon gesagt hat, heute mal etwas dynamischer. Ich habe noch zwei Kollegen, den Markus und den Sebastian, mitgebracht. Wir unterstützen uns gegenseitig. Ja, mein Name ist Jörg Sterlinski. Ich bin Leiter des Network Operations Centers bei der GISA GmbH. Wir sind der Bereich im Rechenzentrum, der sich um Monitoring kümmert, ausschließlich um das Monitoring kümmert. Ja, um etwas um zu erklären, warum wir uns für den Weg entschieden haben, warum wir so aufgestellt sind, wie wir jetzt agieren, müsste ich mal noch etwas näher auf die GISA eingehen. Wir sind ein IT-Dienstleister, wir sind seit 1993 am Markt, zurzeit um die 650 Mitarbeiter. Wir betreuen etwa 180 Kunden deutschlandweit. Unser Fokus liegt auf Hosting, auf IT-Sourcing, SAP. Wir betreiben zwei große Rechenzentren, standortverteilt. Unsere Rechenzentren sind BSI-zertifiziert nach Bundesgrundschutz, ISO 27001. Ein weiteres Augenmerk auf unserem Systembetrieb liegt auf die Einhaltung von ITIL-Prozessen. Daher sind wir unter anderem auch ISO 20000 zertifiziert. Ja, wie sieht unser AZ aus? Derzeit ca. ein Systembetrieb von 3200 Systemen mit ca. 900 betreuten Dienstleistungen, das heißt die Services, die wir an den Kunden verkaufen. Ja, ich erwähnte eben schon so ein Schlagwort ITIL und Einhaltung von ITIL-Prozessen. Vor ca. 2 Jahren wurde in Anlehnung an ITIL, da es ein Bestandteil ist, ein zentrales Monitoring bei GISA eingeführt, kann ich nicht sagen, neu aufgestellt. Neu aufgestellt. Wir sind ein Team von ca. 10 Mitarbeitern. Wir betreiben technologieübergreifendes Monitoring. Das soll heißen, alles, was sich im RZ befindet bei uns, ob das nun ein Serversystem ist, Netzwerkverbindungen, ob das nun SAP-Systeme sind, Datenbanken etc. Dieses Rundum-Sorglos-Paket. Das Monitoring liegt bei uns, liegt in unseren Händen, aber wir verkaufen auch Monitoring an Kunden. Das heißt, wer ein RZ hat, möchte sich ums Monitoring nicht kümmern, kann gerne zu uns kommen. Weitere Dinge, die in unserer Verantwortung liegen, ist, wir kümmern uns um das Kapazitätsmanagement. Da wir an der Quelle des Monitorings sitzen, wir machen Trendanalysen, Netzwerkanalysen, Vulnerability Reports, SLA Reporting etc. Ja, wie gesagt, vor 2 Jahren wurde das NOC sozusagen neu gefunden. Unser Rechenzentrum oder die Mitarbeiter des Rechenzentrums sind so aufgestellt, wir sind gruppiert in System Services Unix, in System Services Windows, SAP und Datenbanken, das sind separate Gruppen, die sich halt um ihr Thema kümmern, Fachbereiche. Bis dato betrieb jeder Fachbereich sein eigenes Monitoring. Wir hatten eine Vielzahl eigenständiger Tools wie Grid Control, wie Solution Manager. Das NOC damals in seiner Form betrieb das Nagios. Wie gesagt, Tod und Teufel. Wir hatten kein zentralisiertes Monitoring, wir hatten keine Standards im Monitoring. Wir konnten keine Abhängigkeiten abbilden und Ausfallsicherheit war auch ein Thema für sich. Daher, noch kurz was zu Nagios. Unser altes Nagios, wir haben 3 Nagios-Systeme betrieben gehabt. Das war damals noch Nagios 2.0. Die waren standortverteilt. Ihre Ergebnisse haben die per NDO in eine Datenbank zentral geschrieben. Und um diese Informationen zu konsolidieren, hatten wir ein Tool eigen entwickelt, das nannte sich damals NOCViewer. Hier ist auch mal ein kleiner Screenshot mit bei. Das konnte zwar Probleme anzeigen, aber damit war es dann auch sehr begrenzt. Du hattest zwar ein Kommentarfeld unten dran,
aber keine Acknowledge-Funktion, keine Downtime-Funktion. Wie gesagt, es war alles sehr unübersichtlich. Wir hatten Schwierigkeiten bei großen Problemen aufkommen. Du hattest kaum Interaktionsmöglichkeiten. Zusammenhänge, selbst zwischen kleineren Problemen, waren schlecht zu erkennen. Wie gesagt, so zu dieser Zeitraum 2 Jahre zurück, haben wir ein Projekt ins Leben gerufen, Konsolidierung unserer Monitoring-Landschaft, weil wir eigentlich unsere alten Altlasten loswerden wollten. Ganz, ganz böse gesagt. Wir haben das Projekt ins Leben gerufen gehabt, wir haben unsere Tools bewertet. Letztlich, Isinga ist bei rausgekommen. Wir hatten auch die großen Hersteller im Haus, wir hatten eine CA, die wir uns angeguckt haben, wir hatten ein Spektrum, aber auch Nagios stand zur Debatte, weil es hier einmal da war. Aber wir mussten feststellen, auch die Großen, die kochen auch nur mit Wasser. Und letztlich die Entscheidungsgründe, die zu Isinga geführt haben, muss man ganz klar sagen, war das Isinga Web. Durch seine Anbindung mehrerer Instanzen, durch die offenen Schnittstellen, durch die Anpassbarkeiten, ist es Open Source. Es existiert auch schon eine Weile am Markt. Unsere Nagios-Erfahrungen, die wir bis dato schon im Haus hatten. Ja, und ganz wichtig ist halt, du hast die Community. Wenn Fragen sind, man findet doch den einen oder anderen, der da gerne mal hilft. Ja, zu unserer Systemlandschaft. Nachdem wir uns für das Tool entschieden hatten, ging es ums Vorgehen. Unsere Systemlandschaft musste abgebildet werden. Das waren unsere Server, Hardware, virtuell, verschiedenste Betriebssysteme, Datenbanken, SAP-Systeme. Wir haben uns entschieden, eine sanfte Migration zu machen. Wir haben eine parallele Monitoring-Welt aufgebaut, bis dato noch existent zur alten und sozusagen die sanfte Migration. Der Prozess dauerte in etwa 9 Monate, um alle Komponenten sozusagen ins neue Monitoring zu überführen. Ich hatte vorhin schon mal erwähnt, Eite. Dieses Wort Eite wird uns immer mal wieder begleiten. Zum einen, das NOC ist aus diesem Prozess entstanden. Wie gesagt, nur noch wir betreiben das Monitoring. Das Tool selbst liegt in unserer Hand. Wir sind die Administratoren davon. Zum Zweiten, im Rahmen dieses Eite-Prozesses wurde eine CMDB, eine Configuration Management Database, geschaffen. Sie ist die zentrale Grundlage für alle Informationen bei uns im Rechenzentrum. Und wir haben ein Ticketsystem. Das Monitoring sollte so an das Ticketsystem angelehnt werden, dass qualifizierte Meldungen aus dem Monitoring-System kommen, die ins Ticketsystem überführt werden. Nochmal zur CMDB. Unsere CMDB enthält alle IT-Betriebsmittel, das heißt Systeme, das sind Server, das sind Netzwerkkomponenten, halt alles, was in irgendeiner Form eine IP-Adresse haben kann. Es enthält unsere Kunden, es enthält die verkaufte Dienstleistung an unseren Kunden, aber das Allerwichtigste in der CMDB ist abgebildet die Beziehung und die Abhängigkeiten der 3 Sachen untereinander, Systeme, Kunden und Dienstleistung. Daher nutzen wir im Monitoring die CMDB als Grundlage. Ja. Beziehungen und Abhängigkeiten ist ja eine der Hauptherausforderungen, wenn man Configuration Management einführt. Ja. In dem IT-Betrieb läuft das so richtig? Ja. Ja. Das tut es. Oh, unsere CMDB, CA. Also angefangen haben wir mit einer HP CMDB und im Laufe der Zeit haben wir jetzt auf CA migriert. Was waren denn da die Gründe? Lizenzkosten. Okay. Ja, wie gesagt, wir nutzen die CMDB inklusive aller Relationen, die da drin abbildbar sind. Das ist die Grundlage für Folgendes. Wir möchten so wenig Aufwand wie möglich generieren. Das heißt, Automatisierung, Automatisierung, Automatisierung. Unsere CMDB, also alles, was sich darin befindet, die CIs, werden automatisiert ins Monitoring aufgenommen. Änderungen in der CMDB von Attributen, das heißt IP-Adresse, Betriebssystem oder irgendeine Relation,
wird automatisch ins Monitoring übernommen. Aussondern von CIs, von Serversystemen, aus dem Monitoring austragen, wird automatisch durch CMDP-Importe übernommen. Weiteres, was sich daraus ergibt, ist durch die Importe und durch den Aufbau von Attributen in der CMDB oder von CIs in der CMDB, das heißt, jedes Serversystem hat gewisse Eigenschaften, wie eine IP-Adresse, wie ein Betriebssystem, wie die bereitgestellte Dienstleistung, beispielsweise Webserver, wie Datenbank etc., Oracle, SAP und, alles, was ich da mitführen kann. Dadurch kann ich automatisch Check-Templates zuweisen. Wir haben uns entschlossen, einen Monitoring-Standard zu kreieren, in dem wir Check-Templates erarbeiten. Das heißt, jedes Template ist eine Sammlung von speziellen Checks, je Technologiegruppe. Die werden halt automatisch anhand dieser Attribute im Monitoring zugewiesen. Technologiegruppen sind, oder verstehen wir für uns, ist das Serversystem, ist es eine Hardware, ist es ein virtueller, der Vendor, meinetwegen HP oder Fujitsu, ist es ein Windows-System, da kann man CPU-Checks, Disk-Space etc. oder anhand des Attributs Mail-System, Check-Template Mail-System ausrollen. Ja, das wäre jetzt eigentlich auch der Punkt, wo ich an meinen Kollegen übergeben möchte. Das ist der Markus und er wird jetzt mal ein Stück übernehmen. Kann man mich verstehen? Sehr gut. Also ich bin der Markus Griesing, ich bin Mitarbeiter von Jörg Stelinski im Network Operations Center und mitverantwortlich für den Aufbau der Monitoring-Landschaft. Ich bin zum ersten Mal hier auf dieser Konferenz, habe auch gleich ein bisschen was zu erzählen und werde ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern zum Aufbau unserer Technologie. Heute andersrum. Ich habe das mal schematisch dargestellt. Es fängt breit unten an mit unseren Datenquellen. Wenn wir ganz unten schauen, sieht es bei vielen von uns ähnlich aus. Server, Netzkomponenten. Wir haben halt noch Subsysteme und Datenbanken. Viele andere von Ihnen auch. Datenquellen, ganz wichtig, unsere CMDB mit den eben angesprochenen Attributen. Wir haben eine Anbindung des Syslog-Systems. Wir haben einen zentralen Syslog-Server, den wir hier per EventDB abgreifen. Des Weiteren betreiben wir das OCS Inventory NG, was im Netzwerk per Agent uns die Informationen oder weitere Informationen noch von den Systemen liefert. Und ganz rechts sehen wir das Ticketsystem, wo dann die Incidents erstellt werden. Der nächste Bereich ist der Bereich Isinga. Wir betreiben mehrere Isinga Cores, links zu sehen. Das ist übrigens Version 1.4. Unten sehen wir dort die Plugins und Scripts. Das ist soweit noch auch wahrscheinlich bei jedem vorhanden, der Isinga oder Nagios nutzt. Zu sagen ist hier, dass wir diese Check-Templates erstellt haben und jedes Plugin von uns eingehend geprüft wurde, evaluiert wurde, ob wirklich in jedem möglichen Fall, der eintreten kann, auch die richtigen Statuscodes übermittelt werden. Die vier Bereiche darüber, das sind Eigenentwicklungen von uns, die wir dann noch in der Live-Demo zeigen werden. Das ist zum einen der Problem Assistant, das ist unser wissensbasiertes System, was sich aus mehreren Quellen Informationen zusammensucht und dann sozusagen dem Kollegen die Entscheidung abnimmt, was jetzt zu tun ist. Des Weiteren haben wir eine Check Abstraction implementiert. Das ist ein Mechanismus, um Checks zwischen Systemen zu abstrahieren. Das heißt, der Check der Webseite wird nicht dem Server zugewiesen, sondern der Dienstleistung, den wir dem Kunden sozusagen bereitstellen. Das befindet sich auch im Monitoring. Oben links sehen wir den NoGrapher. Das ist ein Graphing-Tool, was PNP ablöst und datenbankbasiert ist. Über die Datenbank wird auch das Reporting abgewickelt. Ganz oben sehen wir dann unsere MySQL-Datenbank, welche durch IDO gefüttert wird. Und das Isinga Web, das auch Version 1.4. So, weiter in der Technologie. Wir haben ein Failover- und Satellitenkonzept. Unser
Isinga Web Server, der auch die Datenbank beherbergt, der ist komplett passiv. Und unser Failover-Konzept sieht folgendermaßen aus: Wenn wir mal von links unten schauen, haben wir einen aktiven Satelliten, der die Checks durchführt. Der gibt diese dann per L-Conf-Slave-Sync an den Failover-Satelliten weiter. Alles übrigens mit den richtigen Zeitstempeln. Und der überführt es dann in den passiven Isinga Webhost. Sollte der aktive Host ausfallen, dann springt der Failover-Satellit ein. Wenn der Failover-Satellit ausfällt, dann werden die Daten des aktiven Hosts noch 14 Tage gesammelt. Beziehungsweise 14 Tage sollte die Störung nicht dauern, aber bis zu 14 Tage puffern wir hier die Daten. So, auf der rechten Seite wird es dann so aussehen, wie wir es bei Ihnen im Rechenzentrum monitoren, wenn Sie möchten. KISS, Keep It Strictly Simple. Nicht nur wir im Operations Center verwenden das Monitoring. Wir haben das für sämtliche Abteilungen unserer Firma zur Verfügung gestellt. Und da gibt es halt auch Personen, die Anzug und Schlips tragen oder im Service Desk arbeiten, die aber eigentlich mit dem Monitoring nicht viel am Hut haben. Und darum haben wir gesagt, wir müssen die Benutzerfreundlichkeit im Isinga Web extrem steigern. Die Herausforderung war hier, die Waage zwischen der Admin- und der Management-Sicht zu finden. Die inoffizielle Herausforderung war, wir haben sehr hochwertige Mäuse, wir müssen die Klickrate minimieren. Ja, der kam nicht gut. Nee, gehen wir weiter. Wie haben wir das Ganze vereinfacht? Wir haben aus Warnungen und Kritiker haben wir in erster Instanz das Problem gemacht. Warum haben wir das so getan? Jede Schwerwertüberschreitung ist für uns wirklich ein Problem, ein potenzielles Problem. Das macht keinen Sinn für uns, das nochmal in Warning abzustufen, weil wir einfach prozessual so festgezurrt sind, dass wir gleich agieren müssen. Wir können nicht sagen, das ist jetzt Warning, das tun wir uns jetzt erstmal wegfiltern, wegacknowledgen und gucken später nochmal, wenn es dann kritisch ist. Dann hauen uns die Kunden einen auf den Sack. Des Weiteren bringt es noch viele Vorteile. Wir vereinfachen unsere Logik. Ja? Ja? Also wir haben das schon so konfiguriert, dass unser Schwellwert ist sozusagen der Schwellwert, den ihr als Warning-Schwellwert kennt. Wir warten nicht, bis das Critical kommt. Es gibt einen Schwellwert, ab dem dieser Check, den wir da ausführen, für uns nicht mehr okay ist und ab da müssen wir agieren. Das brachte viele Vorteile. Wir sparen uns eine Menge Overhead. Ja, die ganzen Wechsel zwischen Warning und Critical, die sind uns egal und wir haben weniger zu pflegen. Wir haben nur noch einen Schwellwert. Des Weiteren haben wir dann gesagt, das macht nicht wirklich Sinn für die Leute, die da drauf schauen. Sie sehen im CI-Status oder wie ihr es kennt als Host-Status, sehen sie das System grün, obwohl zum Beispiel darauf gar kein wichtiger Dienst mehr läuft und Systembetrieb etc. beeinträchtigt ist. Darum haben wir gesagt, wir implementieren das so: Sobald ein Check, der einem CI zugewiesen ist, problematisch wird, erbt auch der CI-Status jenen kritischen Status. Wir reichen das sozusagen nach oben hoch. Und das hat dann das zur Folge, dass wir so sah es ja vorher aus. Wir haben zwei Ebenen mit dem CI-Status und dem Check-Status und viele Status, überall Status. Wir haben daraus drei relevante CI-Status geformt, die wir hier sehen: grün, okay, das Ausrufzeichen, hier gibt es Checks, welche nicht in Ordnung sind und das X, das System ist nicht erreichbar.
Von den dreien, da konzentrieren wir uns auf die zwei Rechten, weil okay, interessiert uns an und für sich nicht. Das ist zwar schön, aber da müssen wir nichts machen. Und das ermöglicht uns dann auch, den zeitlichen Verlauf mit zu überwachen. Wir haben sozusagen die Problem-History dadurch realisiert. Unser Monitoring funktioniert auch ohne Eingriff des Admins. Das gelingt anhand unserer automatisierten Prozesse. Wir haben sämtliche Mitarbeiter, nicht nur die im Network Operations Center, die die CMDB pflegen. Diese Daten übernehmen wir, wie schon am Anfang beschrieben. Und automatisch erfolgt dann die Zuweisung der Check-Templates. Des Weiteren sind auch von der Oberfläche aus keine administrativen Commands notwendig. Wir müssen hier nichts passiv oder aktiv setzen, starten, stoppen, reschedulen. Das brauchen wir alles nicht. Wir brauchen nur die Aktionen, Downtime und Acknowledge. Rechts sehen wir, was es früher gab. Und ja, keep it strictly simple. Acknowledge und Downtime wird bei uns verwendet. Noch ein paar Worte zur Suche. Die Suche wird bei uns exzessiv genutzt, weil wir einfach so viele CIs dort im Monitoring überwachen. Und es gab immer wieder Probleme. Manchmal war das träge oder man hat sich einfach vertippt und es gab kein Ergebnis. Unsere Suchlogik ist basierend auf einer Fuzzy Search mit einem mehrstufigen Suchkonzept und liefert immer ein Ergebnis. So wie es, ich sag mal, bei Google auch bekannt ist. Dann kriegt man dann Suchvorschläge und da ist eigentlich immer das dabei, was man auch wirklich sucht. Keep it strictly simple. Frontend, das Genie beherrscht das Chaos. Lass mal das mal kurz wirken. Ja, recht vielen Dank an Markus. Ich bin der Sebastian. Ich bin ebenfalls Mitarbeiter beim Jörg Stalinski im Rechenzentrum und ich habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe. Ich hoffe, das funktioniert alles. Also jetzt bitte mal aufhören langsam mit Surfen. Ich brauche ein bisschen Bandbreite. Euch eine Live-Demo einfach mal zu zeigen. Das ist so, bloß dass ihr es nochmal in Erinnerung habt, das ist letzten Donnerstag aufgenommen, Version 1.7.2 aus der Demo. Wie das Ganze aussieht, Markus, der hat ja schon ein bisschen Raunen verursacht hier in der Menge. Dahingehend, wir haben ja ein bisschen was umgeworfen, vielleicht nicht immer an allen Stellen so nachvollziehbar, jetzt vielleicht direkt im direkter Frontbeschallung. Daher haben wir gesagt, okay, wir zeigen euch das mal live. So, jetzt muss ich nochmal refreshen, weil wir schließlich vorhin eine andere Auflösung hatten. Guckt mal nicht genauso hin erstmal. Ich mach nochmal eine F5. In der Zeit vielleicht, das ist ein Demosystem, was wir hier haben. Schön bitte aufhören mit Surfen. Wie gesagt, wir sind hier immer VPN drin, dass man hier ein bisschen was sieht. Ja, es ist ein Demosystem. Wir haben ein bisschen, sagen wir mal, Daten aus unserem Live-System genommen, haben die verschleiert, sag ich mal. Und ich hoffe, ich muss jetzt nicht auf die Folien zurückspringen, falls ja doch nichts mehr kommt. Wäre ja schade drum, ihr wollt ja ein bisschen was sehen. Ne? Jetzt erstmal weißer Bildschirm, sehr gut. Also wir haben, wie gesagt, ein Demosystem jetzt erstmal geschaffen, was wir euch zeigen wollen. Das steht bei uns in der Firma, daher nicht so ganz nah. In Halle steht das und lädt noch vielleicht ein bisschen was weiter, genau. Loading-Balken. Sehr schön, jetzt kommt's. Da gleich so zum ersten oben links, wir haben noch ein Isinga Web 1.4 drunter unter der Haube. Daher ist die Suchbox auch noch drüben links. Nicht wie jetzt im aktuellen oben rechts praktisch hier, wo jetzt gerade Google steht. Wir haben einfach den Platz dafür. Wir müssen uns hier nicht konzentrieren auf etwa, wir haben mal gezählt gehabt, glaube ich 24 Zahlen haben wir im normalen, klassischen Isinga Web dort stehen. Bei uns sind es 3. Liegt einfach klassisch daran, Jörg hat es auch schon gesagt, Markus hat es gesagt, wir haben hier einen Konsens zu finden zwischen administrativer Sicht und der Sicht von Management-Usern. Weiterhin, wir haben viele Administratoren gehabt, die am Anfang in unserer Teststellung, wo wir einfach gesagt haben, wir müssen jetzt mal die Admins mit reinholen, wollt ihr überhaupt dieses Tool haben, die dann gesagt haben, hier, mein System, das steht ab, das ist grün, jetzt klicke ich drauf, da sind doch aber hier viele Checks, die auf einmal gelb sind, warum ist denn das vorneweg grün? Das ist doch eigentlich nicht ganz so, das gefällt mir nicht, sagen wir mal so. Das war so oftmals die Aussage, dann haben wir gesagt, okay, hier müssen wir einfach was tun, rechts geht es normalerweise noch weiter im Bild. Ah, da ist der Bild abgeschnitten. Das ist nicht so schlimm. Ihr seht eigentlich alles Relevante, was wir wollen. Das ist die Einstiegsseite
vom GISA-Monitoring. So kriegt es eigentlich jeder präsentiert. So kriegt es normalerweise auch jeder präsentiert, der weniger Berechtigung hat. Unser Service Desk sieht nicht ganz so viel. Einfach aus dem Grund, die müssen an Kunden nicht immer alles weitergeben, was bei uns problematisch im System ist. Wir haben gleich im Overview, das ist auch so eine Art Flursicht, sage ich mal, gesagt, wir haben hier, sagen wir mal, so weit hin nichts zu verstecken, dass wir sagen, wir haben einen reibungslosen Betrieb. Ein bisschen was ist immer mal problematisch, das weiß man. Daher eine Kurve gezeigt. Problemhistorie, sehen wir, okay, 22 Uhr am 15. Oktober war mal ein bisschen länger was down, aber das hat sich wieder relativiert. Ab um 6, da fangen die Leute wieder an zu arbeiten, ordentlich. Dann wurde das Problem wieder behoben. Unten drunter, wenn der automatische Refresh durch ist, haben wir den Owner Group Overview. Der Jörg hatte angesprochen, wir haben verschiedene Gruppen bei uns im Bereich, die natürlich sofort wissen müssen, die uns zugeordneten Systeme, wie ist der Status? Wir sehen, okay, NEM, ORA und SYM, die können sich ein bisschen zurücklehnen. Bei SYF muss noch ein bisschen was getan werden, bei SYX auch noch. Und SBA hat noch zwei kleine Sachen zu fixen, dann läuft das auch wieder. Unten drunter, ganz wichtig für unseren Service Desk, die Übersicht der Customers. Hier wird einfach, da komme ich gleich nochmal drauf, angezeigt, welche Probleme gibt es mit Kunden. Wir sehen Kunde 16, den gucken wir uns gleich dann nochmal an. Hier, jetzt aber an der Stelle erstmal so viel. Das ist die Übersicht. Vielleicht ein was ich ganz vergessen habe, genau. Oben rechts, dort wo normalerweise der Performance Overview ist. Ihr habt es gehört von Markus, wir haben einen passiven, oder das läuft zurzeit auf einem passiven System hier drauf. Das heißt, dem werden bloß die Checks reingereicht. Dadurch würde in dem Performance Overview immer dastehen, Latenzen 0, Check Execution Times auch 0. Das bringt uns nicht viel. Also haben wir gesagt, wir lassen das einfach raus. Wir prüfen das für uns intern. Wir kriegen dazu dann immer natürlich auch Benachrichtigungen. Wir können uns das dann zur Not auch nochmal im klassischen Interface angucken. Wir haben aber einfach Checks immer nur ausgewählt, beziehungsweise Scripts, die für uns optimal laufen. Wir haben wenig Latenz, wir haben kurze Execution Times. Und dadurch können wir sagen, okay, wir bewegen uns einfach diese, ich sag mal, das Cronk-Menü, was sonst normalerweise links ist, bewegen wir nach oben, reduzieren das einfach mal um, weiß ich nicht wie viel, 100% auf exakt 2, 4, 6 Einträge. Das ist normalerweise noch 2, 3 mehr für Administratoren noch dazu. Aber das sind die insgesamt die Ansichten, die wir brauchen, wo wir auch sagen, okay, das muss reichen, das ist exakt das, was der Admin zu sehen hat. Und oftmals ist es so, dass Kollegen dann gefragt haben, naja, ich bräuchte eigentlich noch so eine Ansicht vielleicht und so eine Ansicht. Und wir konnten es aber im Endeffekt immer wieder runterbrechen, haben gesagt, es funktioniert in der Ansicht, du müsstest hier bloß ein bisschen was umstellen. Ne? Also so ist dann sozusagen das Design ein bisschen gewandert. Und wir benutzen es jetzt ungefähr ein Jahr in diesem Design und haben festgestellt, benutze ich gut, schnell, jetzt vielleicht nicht gerade bei VPN-Verbindungen, aber ansonsten funktional. Jetzt zum Betrieb von den NOC-Mitarbeitern. Also im NOC benutzen wir ein Dashboard, das sich Open Issues schimpft, ist angelehnt an Open Problems, sage ich mal. Das heißt, das ist eine Übersicht, die mir zeigt, was habe ich eigentlich über den Tag hin jetzt noch zu tun. Das heißt, nochmal zumachen, Moment. Was habe ich über den Tag hin zu tun? Was sind Aufgaben, die ich zu tun habe hier im Monitoring-Tool? Und da sehen wir auch jetzt gerade schon diese Verschmelzung, was Markus beschrieben hat. Normalerweise stehen also praktisch jetzt hier immer die CI-Search-Codes. Ihr kennt es als Hostnamen dazu. Wir haben jetzt hier gerade Hardware-Server-Subsysteme, die Probleme aufweisen. Eine Adresse dazu. Wer ist primärer Verantwortlicher für die Infrastruktur? Kategorie dazu. Dann Beziehung basierend auf der CMDB, klar, wo befindet sich zum Beispiel ein Hardware-Server, wir sehen hier in welchem Rechenzentrum das ist, welcher Schrank, bei virtuellen Systemen, auf welchem ESX-Cluster sich das befindet, wie gesagt, das sind abstrahierte Namen, also damit ihr nicht unsere richtigen Namen kennt, haben wir hier mal ein bisschen was zusammengespielt und auch das Subsystem wissen wir, auf welchem virtuellen Server läuft das jetzt gerade. Daneben haben wir die Heal-Levels, das heißt, okay, Subsystem ist down, nicht verfügbar, kann nicht sich angemeldet werden. Blöde Sache. Beim Hardware-Server darunter haben wir ein Problem, dass einfach mal der Sophos-Agent gestoppt ist. Und das sehe ich alles live gleich in dieser Übersicht hier. Wir haben darunter vielleicht dann auch ganz interessant ein System, das hat zwei Probleme, die werden hier zusammengefasst angezeigt, so dass ich immer weiß, in jeder Übersicht, ich sehe sofort Probleme zu den CIs, zu den
Hosts dementsprechend. So, gucken wir nochmal weiter. Wir haben hier in der Übersicht dann vielleicht eine schnelle Sache, wenn man mal schnell was braucht, einen Exportknopf. Das heißt also, hier gibt es einen What You See is What You Get Editor für Excel. Wenn ich mir hier Spalten einblende, Spalten ausblende, dann ist exakt das Resultat, was ich hier in der Oberfläche hatte. Vielleicht kann mir jemand mal ein bisschen Wasser eingießen. Was noch zu sehen ist hier in der Oberfläche, was Markus schon sagte, wir haben nur noch zwei Commands. Acknowledge und Downtime reicht für uns, weil wir sowieso das Problem haben, wir haben hier eine verteilte Umgebung. Wenn ich jetzt hier sagen würde, okay, ich will ein Reschedule machen, dann kommt das vielleicht niemals an, weil das schließlich irgendwo in dem Rechenzentrum von dem Kunden steht und ich dementsprechend gar nicht die Möglichkeit habe, dorthin so ein Kommando abzusetzen, weil wir einfach nur einen Weg dorthin haben, um uns unsere Daten da abzuholen. Genau, nicht ganz wundern, also unser NOC schläft jetzt gerade nicht, sondern wie gesagt, Demosystem, wir haben es vor gut 3 Tagen abgezogen gehabt. Ihr seht, dort sind die Durations schon relativ lang und darunter ein komischer roter Balken. Was bedeutet das eigentlich? Wir haben das Ganze Check Reaction Time genannt. Dort steht jetzt gerade Reaction Time of 5 minutes over, react immediately. Heißt für mich, okay, ich habe jetzt hier schon 6 Tage lang geschlafen, ich müsste eigentlich mal was tun. Das ist für uns einfach eine Abstufung dahingehend, wir haben verschiedene Kriterien oder verschiedene Probleme ja einfach, okay? Wir haben jetzt zum Beispiel hier diesen Disk Space-Problem, Prozessproblem und CIS Down. Das sind die 5 Probleme, denen ich mich annehmen müsste. Aber welchen nehme ich mich jetzt zuerst an? Das, was die längste Duration hat, das, was ich jetzt als wichtig einstufe. Und um sowas einfach auch klassisch besser noch hinzukriegen, haben wir gesagt, wir fügen diesen Balken ein. Der ist jetzt natürlich klassisch rot, weil seit 2 Tagen hier nichts gemacht wurde. Normalerweise läuft der von links nach rechts immer rot laufend dazu, wird erst gelb und dann immer rötlicher. Und ist zum Beispiel, wer es kennt vielleicht, in SAP-Systemen, wenn dort eine Archivlog-Sicherung fehlschlägt und das Archivlog läuft zu, die Datenbank sagt, okay, ich kann nicht weiter Archivlog-Sicherung oder kein Archiv mehr beschreiben, ich höre jetzt auf zu arbeiten, steht das SAP-System, müssen wir hier schnell reagieren, dass Archivlog-Sicherungen durchgeführt werden einfach. Und daher sind dort zum Beispiel Reaktionszeiten sehr kurz gehalten bei, sage ich mal, unwichtigen Prozessen, wo wir sagen, okay, das ist nice to know, das ist gut, dass der Dienst läuft normalerweise, werden einfach die Balken langsamer gefüllt und derjenige, der im NOC sitzt, beziehungsweise auch jeder andere weiß, okay, das Problem muss ich nicht so hoch priorisieren. Bitteschön. Ja, das sind noch nicht alle, ne? Ja. Ja, doch schon. Also vielleicht da so zum Team, also wir sind ja 10 Mitarbeiter, so ungefähr 7 Leute davon, also sozusagen ohne uns 3, die machen vorrangig diesen Tagesbetrieb, um eben da drauf zu gucken, Meldungen zu eskalieren und sowas. Und wir 3 teilen uns da eigentlich rein, das Ganze voranzutreiben, versuchen da neue Ideen reinzubringen und setzen das dann eigentlich auch um. Das ist wie gesagt jetzt so ein Produkt aus einem guten Stück Jahr Arbeit, sage ich mal. Ja, man kann auch zum Beispiel sehen, wir haben hier Farbabstufungen drin, ist auch schön, ne? Das ist, ja, ne? Hilft ungemein im Auge. Das sind so die kleinen Details, möchte ich mal sagen, die noch nebenbei dazukommen. Selbstverständlich. Ja, das ist ja der Witz jetzt gerade an der Sache. Wir sind ja bei 1.4 stehen geblieben, ja? Weil wir einfach gesagt haben, wir gucken uns an, was ist von, was weiß ich, 1.5 zu 1.6 passiert. Machen wir kurz einen Diff drüber, wo sind da Änderungen zu unserem, wo sind die Änderungen praktisch, die wir reingespielt haben und gucken dann, okay, was ist für uns sinnvoll, was sind Bugfixes, was sind Security-Fixes mehr oder weniger und ändern nur die Sachen ab, wo halt Security-relevante Sachen für uns sinnvoll sind. Wir sind also jetzt schon ein Stück losgelöst. Faktisch gesehen aber, wir haben es schon getestet, das in eine 1.7 mehr oder weniger mal einzuspielen. An manchen Stellen hakt es, keine Frage, weil dann doch schon ein paar Änderungen sind. Wir müssen auch hier ganz fairerweise sagen, wir haben hier noch eine Isinga API im Hintergrund, die wir stark darauf getrimmt haben, schnell zu agieren, genau das zu liefern, was wir brauchen. Die möchte ich eigentlich nicht missen, sage ich mal immer. Ja, die ja jetzt ein bisschen so in den Hintergrund gerückt ist. Und ich schätze das schon nicht als unaufwendig ein, keine Frage, aber bis jetzt haben wir über sowas noch nicht nachdenken müssen. Ja, weil wir noch nicht so, ich sag mal, in 1.8 kommen coole Features, keine Frage. Ja, wir haben auch gesagt, okay, wir haben viele Sachen auch da schon selber abgelöst. Ja. Frage ungefähr beantwortet? Gut. Da drüben noch? Wie viel Zeit haben wir eigentlich kurz zu fragen? Haben wir noch ein bisschen? Viertelstunde, ne? 20 Minuten.
Ach, da kann ich ja noch reden. Super. Dafür erstmal vielen Dank. Wir haben uns eigentlich, weil, wie gesagt, das ist so jetzt übers letzte Jahr hin mit entstanden, diese ganze Umräumerei hier in dem System, haben uns eigentlich gesagt, wir gehen mal wir gehen einfach mal auf die OSMC, gucken mal, wie so das Raunen durch die Menge geht und ob das irgendjemand vielleicht gefällt. Und dann können wir ja nochmal mit NetWiz reden, was man da so an Code abgeben kann. Prinzipiell, es ist natürlich eine Entwicklung, die wir in der Zeit, im Zeitraum gemacht haben, wo wir in der GISA tätig sind. Heißt, es ist GISA-Eigentum, aber da muss man noch mal gucken. Da kann man natürlich immer mal noch was machen. Ne? Beziehungsweise, ich habe ja auch schon Fotohandys gesehen, das nachzubauen. Ich sag mal, wir haben es auch zu dritt geschafft, dann wird es ja die Community ja das auch hinkriegen. Ne? So ist es ja nicht. Es ist ja, wir haben uns dann auch wieder so überlegt, okay, das ist halt sehr GISA-spezifisch an manchen Stellen, ne? Wo wir dann sagen, das ist halt für GISA relevant, das nicht. Man kann es bestimmt auch in jede andere Firma mit implementieren. Ne? Aber wie Jörg sagte, wir haben eine Eitelstruktur, wir haben bestimmte Prozesse, die sind GISA-spezifisch und die leben wir natürlich in dem Tool dann auch. Da würde ich gleich zu diesem Punkt eigentlich mal kommen. Vielleicht ist es ein oder anderen aufgefallen, in Isinga 1.8 ist es ja auch dann jetzt passiert. Wir haben ganz viele Symbole auf einmal, zum Beispiel das Infosymbol oder was man jetzt gerade ja nicht sieht, das ist unser einziges Symbol noch, ein Absprungpunkt in ein Graphing-Tool, was hat man noch, Kommentarsymbole, dann kommt ein Acknowledgement-Symbol und. Wurde nach einer Weile unübersichtlich für uns, weil wir auch die Informationen, viele Informationen darstellen wollten und da wird es vielleicht ein oder anderem schon aufgefallen sein, wir haben hier unten auf einmal so eine zusätzliche blaue Leiste. Muss ich mal gucken, was wähle ich jetzt einfach mal aus? Ich wähle einfach mal das aus und dann schnipse hier unten was hoch. Das nennt sich unser Detail Panel. Das Detail Panel birgt an sich, sieht man es gut? Ja, sehr schön. Sie birgt an sich die Informationen für uns, die zusätzlich relevant sind, die ich auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt brauche, wo ich aber sage, okay, um jetzt vielleicht einen Incident zu machen, um ein Ticket zu machen, um vielleicht irgendwelche näheren Informationen mir noch zu holen, lasse ich das einfach mal hochschnipsen und gucke mir das an, was es da so Neues gibt. Da haben wir zum einen, das kennt jeder, da gibt es den blauen Info-Button. Das ist einfach dieses Informationsfeld hier. Drüben ist eigentlich noch ein Scrollbalken, also gibt es noch ein paar mehr Informationen. Da sehe ich zum Beispiel, okay, dass das CI, hier ist ein Absprungpunkt in unsere CMDB, dass ich dort nochmals mehr Informationen kriege, weil hier halt die relevanten Informationen sind. Ich habe eine Adresse, ich kann, weil es ein Windows-System ist, direkt mich mit Remote Desktop hin verbinden. Ich weiß, welches Modell das ist, Seriennummer, klar, Informationen aus dem OCS, welche Betriebssystem ist das, wen kann ich vielleicht dort mal kurz ins Gesicht fassen, weil der Mist gemacht hat bei der Installation vielleicht, ne? Das ist der Martin zum Beispiel. Und ganz interessante Sache auch, für was ist denn das System eigentlich noch verantwortlich? Moment. Das heißt also, welche zusätzlichen Systeme könnten bei einem Ausfall betroffen sein oder werden bei einem Ausfall betroffen sein. Wir sehen also die Hosted CIs, das sind jetzt zum Beispiel 3 Datenbanken, also wenn jetzt auf einmal der Host ausfällt, dann weiß ich, okay, die 3 Datenbanken werden da in Mitleidenschaft gezogen. Daneben? Ja, gerne. Inwiefern? Parent-Child-Beziehung haben wir gar nicht im Einsatz. Liegt daran, wir haben, Jörg hat es gesagt, eine automatische Konfiguration im Hintergrund. Wir haben hier laufen für diese knapp 3.500 oder 3.200 Systeme, haben wir 8 Instanzen laufen und unser Algorithmus, der im Hintergrund die Verteilung praktisch übernimmt, um zu sagen, okay, das CI sondere ich jetzt aus, das nehme ich hinzu, der wirft die ja irgendwo rein. Daher können wir nie sagen, okay, das CI müsste ja dann dementsprechend zusammen mit seinen Datenbanken in der Instanz liegen, damit ich das Parent-Child-Modell mache. Wir haben ESX-Systeme, die wiederum ja einen Cluster bereitstellen. Das ist riesengroß insgesamt. Netzkomponenten müssten ja dann auch Core-Switches, ganz viele Systeme einfach hier mit im Bauch haben. Und dann bräuchten wir wieder eine Instanz, was nicht funktioniert. Also wird es dahingehend nicht propagiert. Wir haben hier nur diese Positionsmarkierung, also das sind dann dementsprechend diese Informationen aus der CMDB, die wir, ich sage mal, oberhalb des Isinga-Cores einschieben in der Datenbank, um uns diese notwendigen Informationen zu nehmen. Derzeit ist es noch so, sagen wir wirklich, dieser Host fällt aus,
wird natürlich die Nachwirkung sein, dass auf einmal hier, der steht als Down drin, stehen auch die drei Datenbanken mit als Down drin. Unser Mitarbeiter weiß dann dementsprechend, okay, ich sehe als Position bei drei Systemen, nämlich den Datenbanken, diesen einen Host und muss nicht jetzt erstmal die Datenbanker verrückt machen und sagen, hier ganz viele Datenbanken ausgefallen, sondern mache erstmal die Windows-Bereitschaft oder die Windows-Menschen bereit und sage, hier, der Host ist ausgefallen und dadurch sind auch drei Datenbanken ausgefallen. Also so ist bei uns der Ansatz. Als Ausblick haben wir das noch dementsprechend oder demnächst mit auf der Agenda, sage ich mal, wenn hier was ausfällt und dementsprechend, sagen wir mal, Positionsprobleme erkannt werden, also dass da ein Relationship einfach drin ist, wird das auch gruppiert oben in der Ansicht dargestellt. Das ist aber noch ein Step, den wir dann später mal gehen wollen. Müssen ja auch noch ein bisschen nebenbei arbeiten, ne? Ja, Impact-Analyse, wir haben es jetzt schon hier ein bisschen vorweggenommen, das ist eigentlich mehr oder weniger auf die Dienstleistung genommen, auf die Kunden. Das ist so, zum Beispiel dieser Host, der stellt ein paar mehr Dienstleistungen bereit oder ist für mehr Dienstleistungen verantwortlich, liegt einfach auch in der Thematik, dass der drei Datenbanken bereitstellt, die wahrscheinlich auch wieder vier Kunden Impact haben können. Das ist in dem Sinne für uns wichtig, wenn der Host ausfällt und das für längere Zeit, dementsprechend auch die Datenbanken ausfallen, müssen wir exakt diese Kunden informieren, beziehungsweise an den Service Desk weitergeben, dass die Kunden informiert werden. Daneben, Problem Assistant, Markus hat es angesprochen gehabt, ist unsere Wissensdatenbank aufgrund von mehreren Thematiken. Wir wissen hier, das ist ein Windows-Server. Wir wissen, was wissen wir noch, dass der Dienst ausgefallen ist und wir wissen, dass der mit NS-Client läuft. Also sagen wir, okay, das ist jetzt ein Incident-Template. Vorrangig generieren wir hier eigentlich gleich Incident-Templates rein. Das heißt, wir erstellen mit dieser Vorlage hier ein Ticket, dass es eben einen gestoppten Dienst gibt. Interessanterweise vielleicht auch, viele werden es wissen, im NS-Client gibt es nicht nur Stopped, sondern auch None. Also es wird auch erkannt, wenn hier None drin steht, dass es sich um einen pausierten Dienst handelt und wird dann dementsprechend hier auch mit vermerkt und nicht reingeschrieben, es ist ein gestoppter Dienst. Wir sehen jetzt hier am Beispiel, gut, das ist jetzt ein bisschen interessant, ja, WWE-Track-Rollout. Wir haben WWE steht für Wartungswochenende, falls das jemand interessiert. Wir haben hier dann die History drinstehen, rechts außen von Acknowledgements und Downtimes. Also jetzt muss man gerade meinen Zettel holen. Moment, oh, Zeichen zerrissen. So, da hat man ja schon mal angekündigt gehabt, wir brauchen oder wir wollen für uns die, achso, das müsste ich vielleicht noch erklären, stimmt. Wir haben hier drüben, das sieht man nicht, ein Schnellfilter. Da steht eigentlich acknowledged, sieht man jetzt nicht, aber dieser Haken bedeutet, man hat es vielleicht gesehen, wenn der Haken raus ist, sehe ich bloß die 5 Items. Wenn er drin ist, sehe ich alle 53 Systeme, die gerade Probleme machen. 53, warum? 50 Status Problem, 3 Status Down, heißt im Endeffekt, es gibt insgesamt 53 CIs, die gerade eben ja, in der Funktion gestört sind, sage ich mal. Aber von diesen 53 Systemen gibt es bereits, wie viel hat man, 5? 48, um die sich bereits gekümmert wird. Das heißt, wir haben hier einen Schraubenschlüssel davor, die sind completely acknowledged. Was heißt denn jetzt completely acknowledged? Wir haben das gesehen, wir haben hier ein System gehabt, das hat sowohl Prozess als auch Disk Space Warning. Davor steht ein kleines Ack, das heißt, um das Disk Space Problem wird sich bereits gekümmert, um Prozesses aber nicht. Ja, dementsprechend muss derjenige oder muss das sofort wieder hochkommen, dieses System, damit ich weiß, okay, ich habe mich jetzt hier noch um weitere Sachen zu kümmern. Ja, das ist einfach auf Grundlage dessen, dass es hier einfach zusammengefasste Probleme gibt. Weiterhin ist aber hier nicht ganz aus der Logik gegriffen. Wir haben ja auch Systeme, die haben viele Probleme. Hier ist jetzt einfach mal interessanterweise Problem in der Monitoring-Schnittstelle. Das heißt, wir haben hier gerade keine Verbindung zum NS-Client. Ja, NS-Client. Und daher wird es einfach nur als 1 angezeigt. Hier unten in der Problem Assistant wissen wir, okay, es muss sich um die Dienste gekümmert werden. Wir geben hier als Hinweis aber trotzdem immer noch das SNMP mit, damit sich die Kollegen immer noch darum kümmern, dass auch SNMP mit nochmal durchgestartet wird. Liegt einfach in der Thematik. Wir haben hier einen Hardware-Server, wir überwachen per SNMP den HP-Agenten, das HP, ja. Und da muss sich darum gekümmert werden. Hier wird sich schon drum gekümmert. Sehen wir, haben wir hier ein Incident. Und gucken wir uns doch einfach mal das an, wie das mit dem Incident eigentlich funktioniert. So, zack, baut sich auf. Wir haben eine kritische Meldung. Das System ist einfach, gibt es das mit dem Hardware-State? Wir springen ab und sehen, ein Portal öffnen.
Oh, da gab es schon Rauen hier. Wir sehen, aha, der Gruppe SYM wurde zugewiesen das Hardware-Problem, das ist noch offen, da müssen wir auch langsam mal nachgucken, warum das eigentlich noch offen ist. Es ist gut, okay, es ist noch in Beobachtung, das will sich jemand noch angucken und dementsprechend sehen wir hier, der Incident ist noch offen, da passiert nichts oder da sollte man vielleicht mal nachfragen, das könnte man machen oder aber man lässt es halt einfach erstmal so stehen. Die Logik im Hintergrund, das ist vielleicht noch ganz interessant, das klingt jetzt so lapidar, ja, wir machen da einfach mal einen Absprung in unser Ticket-Tool, gucken, müssen jedes Mal gucken, ist denn der Incident noch offen? Das ist so nicht, das heißt also, der Incident ist jetzt hier noch acknowledged drin, weil wir haben den ja hier angegeben, sieht man ja auch als Link. Wenn der jetzt geschlossen wird, das Problem ist aber immer noch da, dann würde unser System das merken und haut das Acknowledgement raus, um uns zu suggerieren, aha, das ist einfach weg, dieses Acknowledgement. Das würde hier unten bei Old Acknowledgements dann auftauchen und wir wüssten sofort, okay, hier müssen wir nochmal nachgrasen. Was ist denn jetzt eigentlich los? Warum ist das immer noch im Problemstatus? Ja, gerne. Da gibt es eine SOAP-Schnittstelle. Alles andere wäre für uns ein bisschen kompliziert. Wir müssten sonst jede Stunde, weiß ich nicht, irgendwas bei 500 MB Daten abziehen, jedes Mal durchgreifen. Das klappt dann dementsprechend ganz gut. Das ist auch dort, wo wir abspringen in diese Webschnittstelle, ist nicht das eigentliche Tool. Das ist auch wieder durch eine andere Gruppe gebaut, weil das Tool nicht webbasiert ist. Und da haben wir jetzt hier einfach diese Portaltechnologie mitgenutzt und reingenommen. Wird aber demnächst auch noch auf CA migriert und da haben wir noch bessere Schnittstellen da rein. Da kommen dann auch noch mehr Informationen. Natürlich immer unter dem Hintergrund, zu viel Information ist auch blöd. Ne? Noch eine Frage? Ja. Gerne. Ja, 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 wenn wir das schaffen, gerne. Wir haben heute auch noch ein bisschen Zeit. Also Mittag ist ja da auch noch. Genau. Wir haben. Ja. Die Automatisierung ist bei uns ja so stark vorgefahren, wir prüfen, oder jeden Morgen wird das ganze System mit der CMDB neu befüllt, an den Stellen, wo es relevant ist, wo halt viel Daten gebraucht werden und dann wird geprüft halt, muss was ausgesondert werden, kommen irgendwo neue Check-Templates hinzu, sind IP-Adressänderungen stattgefunden oder und dann wird auch automatisch der Reload durchgeführt, sofern die Konfiguration funktioniert, ja. Wenn mal einen Abend vorher irgendjemand unseren kompletten L-Conf-Baum gelöscht hat und es wird dann versucht zu exportieren, dann wird das System natürlich das nicht tun. Ja? Da ist der Automationsgrad dann schon dementsprechend hoch. Also wir machen keine einfach mal so, wo jemand sagt, hier, ich brauche mal den Check ganz schnell, füg den mal ein, dass wir dann sozusagen schnell einen Restart machen. Das machen wir einfach nicht. Da gibt es diesen Prozess. Wir müssen das auch ja dokumentiert haben nach ITIL, dass das automatisch und nachvollziehbar gemacht wird. Ja? Ja, das ist so die Übersicht, wo unsere NOC-Mitarbeiter sich austoben, wo natürlich auch alle anderen nur mit reingucken, um zu sehen, okay, gibt es jetzt hier größere Probleme, müssen wir hier was machen? Da vielleicht noch ganz interessant, warum reicht es eigentlich hier, dass wir hier ein Acknowledge und ein Downtime haben? Jeder wird jetzt vielleicht denken, aha, dann schmeißen die das Acknowledge einfach auf das CI drauf. Ist dem nicht so? Wo haben wir mal ein perfektes Beispiel? Nehmen wir den wieder nochmal. Der hat ja jetzt mehrere problemhafte Checks dementsprechend. Also entscheidet sich unser System dafür, das ist ein Check-Acknowledgement. Normalerweise gibt es hier auch noch einen Drilldown. Da wir jetzt aber wissen, okay, ich hätte jetzt einen Incident gemacht, okay, Problem in der Monitoring-Schnittstelle, beziehungsweise hat das schon jemand gemacht, ich würde jetzt die Incident-Nummer da reinschreiben und sagen, alle Checks werden durch dieses Ticket geprüft. Wenn ich aber weiß, okay, es handelt sich um ein paar andere Checks, dann wähle ich einfach den aus, zum Beispiel bei dem oberen, wo wir jetzt gerade hatten, Prozess und Disk Space, hätte ich erst Disk Space ausgewählt, hätte mein Ticketnummer reingetragen und dann hätte ich Prozess reingetragen. Ja. Dann haben wir jetzt aber das Subsystem. Das Loading eigentlich übrigens deshalb, wir haben hier, wenn ich jetzt das Acknowledgement abgeschickt hätte, müsste natürlich die Seite reloaded werden, damit der User auch weiß, aha, mein Acknowledgement ist überhaupt angekommen. Ja. Dann würde sich ja sofort die Ansicht verändern. So, beim Subsystem sieht die Box dann dementsprechend anders aus. Da wissen wir, wir brauchen hier keine Check-Acknowledgements mehr durchführen. Das System ist gerade down, da passiert mit den Checks einfach nichts mehr. Also Kommentar rein,
Ich habe mich um diese Nicht-Erreichbarkeit gekümmert und feuerfrei. Markus hat es vorhin angesprochen, vielleicht einen kleinen, um von dieser Grid-basierten Übersicht wegzukommen. Wir haben relativ, ja, Admins, die sind sehr penibel, die geben halt sauber ein, HW-SER, dieser Suchcode sozusagen, und finden ihren Server über den vollqualifizierten Namen. Wir haben Leute, die sind nicht ganz so, ja, die sind nicht ganz so mit ihrer Schreibweise, die suchen nur nach dem Server. Das ist dann die ähnliche Suche. Und wir haben Leute, die verschreiben sich gerne, so wie ich. Und da würde dann eine Did you mean one of these search rauskommen. Das sieht jetzt auch ein bisschen verrückt aus. Normalerweise würden dann noch ein paar mehr ähnliche kommen, da wir natürlich jetzt hier die ganzen Namen verschleiert haben, kommt dann natürlich ein bisschen was anderes noch raus. Und oben drüber steht der, den ich gleich gesucht habe, und finde auf jeden Fall immer ein Ergebnis. Also wenn die Fuzzy Search angeschmissen wird bei uns, kommen die 10 Top-Ergebnisse raus. Einfach aus dem Hintergrund, unsere Namen sind so kompliziert manchmal, dass man sich da schon schnell verschreibt, ob es nur 3 oder 4 Bs waren, die da in der Mitte stehen müssen, oder doch nur 2. Ist immer manchmal ein bisschen kompliziert. Markus kam vorhin noch auf dieses Thema Nographer zu sprechen. Ist ein Graphing-Tool, NetWase war damals nicht ganz so. War eine Frage, wo? Ja, gerne. Regex nicht, bloß mit Prozentzeichen oder Stern bis jetzt. Na? Also das ist bis jetzt noch nicht gefordert gewesen. So schnell sind unsere Admins da nicht, muss ich mal sagen. Und die wollen einfach bloß schnell was einschreiben. Da haben wir eigentlich noch nie drüber nachgedacht, muss ich mal so sagen. Gut, noch irgendwo Fragen, ganz schnell? Ja, bitte? Ja? Ja, durchaus. Mhm. Ja, Solution Manager natürlich nicht ganz, weil das ist Kundenanforderung, das können wir als SAP-Partner einfach nicht komplett ablösen, dieses System. Wir haben aber hier auf der Prämisse, sämtliche Datenbankinstanzen, sämtliche SAP-Systeme werden von uns aus überwacht. Wir greifen also nicht auf den Solution Manager, sondern wir greifen an jedes SAP-System einzeln. Wir melden uns mit einem authentifizierten Nutzer mit möglichst wenig Berechtigung natürlich an Datenbanken und SAP-Systemen an. Und wenn einfach der Solution Manager gerade nicht verfügbar ist, interessiert uns das herzlich wenig. Wir können trotzdem weiterhin die Grundüberwachung durchführen. Man muss auch dazu sagen, Solution Manager, gutes Tool, keine Frage, bietet definitiv auch mehr, als wir hier überwachen, aber das wollen wir auch gar nicht. Die fachspezifischen Tools sind in den Händen. Gut, ich kriege jetzt schon hier gerade das Zeichen, dass ich ein bisschen beeilen soll. Also Markus hatte gesagt, wie gesagt, Nographer, das Thema wollte ich nochmal schnell anschneiden. Leider war NetWase, wo wir angefangen haben, ein bisschen zu langsam mit ihrem InGraph. Also hatten wir uns gesagt, wir müssen ein bisschen was schnell, was Eigenes bringen. Ging darum, wir müssen Reporting machen, auch Reporting zum Beispiel über Standardtransaktionszeiten bei SAP-Systemen, heißt, hat das im Monat irgendwelche, oder wie schnell war die Transaktionszeit, da haben wir einfach SLA-Agreements, wo dann drin steht, das darf nur 50 Millisekunden dauern oder sowas in der Drehe, maximal, und daher brauchten wir ein datenbankbasiertes Tool, was uns PNP einfach nicht geboten hat. Wir haben uns dann für Nographer entschieden, also das ist eine Eigenentwicklung, klingt ganz spannend. Ich suche jetzt hier mal ein System raus, wähle mir das aus. Die Verbindung ist ein bisschen schlecht, daher funktionieren unsere Suchen manchmal nicht ganz so schön. Genau. Zack, habe das System da und gehe hier drüben, was ihr jetzt gerade nicht seht, in den Nographer rein. Das ist eine hierarchische Übersicht aller Checks, die wir dann haben hier drin. Multi-Checks werden durch Ordnersymbole angezeigt. Und mich hat jetzt einfach mal interessiert, ich nehme jetzt einfach mal die CPU-Usage von dem System. Das kann einen kurzen Moment dauern, wie gesagt, VPN-Verbindung. Die Idee hinter Nographer ist einfach, wir haben eine zentrale Datenbank, wir schmeißen dort alles rein und haben dann die Übersicht. Dann sehe ich über die letzten 5 Stunden, okay, so war die Usage. Das ist mir aber zu wenig. Ich will über den letzten Tag das sehen. Okay, sehe ich, hier ist eine Spitze. Wie sah denn das aber eigentlich über den gesamten Zeitverlauf aus? Und dann sehe ich, okay, seit Dezember ist hier schon ein bisschen was passiert mit der Usage. Kann hier ein bisschen schön drüber fahren. Gucke mir das an und sehe, ja, Usage steigt bei dem System. Vielleicht dazu im Dreh, okay, was passiert mit der Load? Ich drücke Steuerung, drücke auf die Load. Und kann mir jeden beliebigen Check zusammenfassen, dass ich sage, okay, ich will jetzt die 2 Checks im Duett sehen. Was ist denn da passiert? Gucke mir wieder, sagen wir mal jetzt eine Woche an und sehe halt, okay, CPU-Usage und CPU-Load ein bisschen im Einklang sind sie. Ist
sehr, sehr gut bei uns angekommen, in dem Sinne, dass wir sagen, um Relationen zu erkennen, wo irgendwo Probleme sein können. Ne? Wie steigt der RAM im Vergleich zur Usage, wie steigt der RAM im Vergleich zur Load? Und Idee vielleicht da, oder vielleicht ganz interessant dahinter, wir speichern 14 Tage lang Rohdaten. Das heißt, der Check kommt rein mit 14:32, eine Sekunde. Der wird exakt so reingeschrieben, da gibt es keine Rasterung. Exakt 14 Tage lang passiert das. Dann nach diesen 14 Tagen gibt es einen Algorithmus, der läuft so mehr oder weniger periodisch über unsere Datenbank. Und alles, was älter als 14 Tage bis ein Jahr ist, wird exakt auf Stundenwerte aggregiert. Jetzt wird sich jeder denken, okay, 22.000 Checks haben sie ungefähr, die checken alle 2 Minuten, das haben wir vielleicht mal noch dazu sagen, da kommt ganz schön was bei rum, wir kommen auf ungefähr 12 Millionen Checks am Tag, da würde ja die Datenbank irgendwann ganz schön voll. Interessant hierbei ist, wir sagen, wir speichern auch nur das, was wir brauchen, das heißt, nur Änderungen werden gespeichert. Also wenn wir uns jetzt einfach mal sagen, wir haben hier ein Packet Loss, dann besteht ein Packet Loss ja bei vielen Servern, weil wir betreiben die rund um die Uhr aus meistens einer Nulllinie. Ne? Das ist ein verschenkter Datensatz, würde bei uns, wenn wir so nicht agieren würden, wie wir es tun, eine Linie von ungefähr 15.000 Einträgen hervorrufen. Na gut, jedenfalls sagen wir dann, okay, wenn der letzte Wert 0 war, der aktuelle Wert ist auch 0, warum soll ich das speichern? Brauchen wir nicht. Und so kommt es dann dementsprechend, dass wir zum Beispiel Packet-Loss-Graphen haben, die aus exakt 2 Werten bestehen, nämlich Anfangswert und aktueller Wert. Und das ist dann, wird dann dementsprechend aufbereitet, dass wir eine durchgezogene Linie haben. Wir kommen dann dementsprechend bei 22.000 Checks auf ein Datenvolumen, da sieht man es mal, auf ein Datenvolumen von 25 GB netto in der Datenbank. Und dementsprechend sieht dann unsere Datenbasis aus. Super System, läuft ganz gut, bloß im April gab es mal was. Und das ist die einzige Spitze, die wir uns eigentlich speichern brauchen. Der Rest ist null. Ja. Wozu brauche ich, oder hier vielleicht mal noch eine kleine, wozu brauchen wir dann noch die anderen Informationen, die sonst in der Rasterung, wo man normalerweise beim PNP ja ist, dass es gerastert wird, müssen wir nicht speichern. Macht ein bisschen, oder ist ein bisschen komplizierter, dann da Durchschnittswerte auszurechnen, macht uns aber kein Problem, dafür haben wir Algorithmen und dann läuft es auch durch. Wir haben es fast 45. Ich würde jetzt mal noch Fragen freigeben. Moment, Markus. Die Services, okay. Ich hatte vorneweg gesagt, wir haben auch Services, richtig. Das will ich wirklich mal noch schnell, bevor die Fragen kommen. Kunde 16 hat ein Problem. Wer sich noch erinnert, vorneweg, das sehen wir für unsere Service Desk oder für unsere Service Desk Mitarbeiter hier. Jetzt wird hier natürlich jeder sehen, okay, Kunde 16 hat das Problem. Das SAP-System ist nicht verfügbar. Die Availability ist gestört. Wir haben aber trotzdem 50 Probleme, 3 down. Wie kommt das zustande? Es liegt einfach daran, wir haben hier eine automatische Zuweisung. Wir betreiben relativ viel End-to-End-Messung, auch mit User-Logins oder Ähnlichem. Und nur die werden auf den Kunden runtergebrochen. Das heißt also, so Disk-Space-Checks oder Process-Checks, wenn sie nicht wirklich applikationskritisch sind, werden hier nicht mit reingenommen in diese Berechnung. Nur wirklich, wo wir sagen, High-Flyer-Checks, wie das unser Management immer schön sieht, die wirklich von oben rein, so nah wie möglich am User kommen, die werden hier in der Sicht benutzt, um zu sagen, jetzt haben wir für den Kunden ein Problem und der Service Desk kann sagen, okay, ja, dein SAP-System B87F3 ist gerade ausgefallen, deshalb kannst du dich nicht anmelden, um das Problem wird sich gekümmert und dementsprechend muss dir keine Sorgen machen. Wir müssen sogar reagieren, von Montag bis Freitag, 6 Uhr bis 20 Uhr muss das zur Verfügung stehen, da haben wir uns einfach zu drehen. So viel an der Stelle von uns. Fragen? Gerne. Da hinten sehe ich einen Arm. Ja? Oh, das ist interessant, ne? Der Nockgrafer, ja, das würde jetzt echt noch den Rahmen sprengen, muss ich sagen. Also wie gesagt, die Philosophie dahinter ist, wir speichern nur das, was wir brauchen. Das macht dementsprechend natürlich ein bisschen kompliziertere Algorithmen, keine Frage, aber wir können uns das leisten, weil wir erschlagen einfach das Ganze mit Performance. Ja, wir haben jetzt nicht ein Riesensystem dahinter, keine Frage, aber wir haben uns gesagt, wir haben hier einfach mal 20.000 oder 22.000 Checks und die müssen ja irgendwo gespeichert werden. Also können wir hier uns nicht mit 200 GB MySQL-Datenbanken rumplagen und haben gesagt, okay, dann stopfen wir ein paar mehr Kerne in das System, haben aber nicht so viel RAM, den wir brauchen, brauchen keine 512 GB RAM in dem System und dann läuft das. Jetzt, wie gesagt, im Detail, da können wir beim Mittagessen vielleicht mal drüber philosophieren, aber ansonsten, da vielleicht, das ist der Rahmen zu viel. Da vorne noch, ja? Ja.
Ja. Ja, für sowas haben wir Auto-It, sag ich mal. Da benutzen wir mit Auto-It das Ganze. Und wir haben auch gestern auch den Vortrag über Sahi, hieß das, glaube ich, gehört. Das war ganz interessant, das werden wir wahrscheinlich demnächst nochmal bewerten. Zum Beispiel, genau, diesen Login. Weil das ist ja der erste Sprung, wo der Kunde sieht, wenn mein Webinterface nicht aufgeht, wo ich mich anmelden will, dann hat er ja schon verloren, sage ich mal an der Stelle. Und das müssen wir dann einfach abbilden. Na? Ja, deshalb sage ich, das wäre noch so ein Add-on. Aber zumindest mit dem Auto-It sind wir recht zufrieden. Das macht immer mal ein bisschen mehr Aufwand, muss man sagen. Wir haben viel verteilte Mess-PCs auch. Daher ist die Umgebung an manchen Stellen kompliziert. Aber wir verlassen uns auf unsere Automatismen, haben da genügend Logik reingesteckt, um immer den Status des aktuellen Monitoring-Systems zu haben. Ohne dann sozusagen mit Informationen im Web-Frontend überflutet zu werden. Da haben wir hier dieses Check-SAP von NetWays, ist das, glaube ich, ne? Und da greifen wir die einfach über die CCMS-Schnittstelle mit ab. Genau. Vielleicht da als Hinweis, wird demnächst mit dem nächsten SAP Solution Manager ein bisschen anders. Dann muss NetWays nochmal nachreichen, neues Check-SAP, ne? Da sind wir aber noch nicht drin. So schnell sind unsere Kollegen beim Umstellen von den SAP-Systemen auch nicht. Wir haben sehr große SAP-Systeme, muss man sagen. Größtes SAP-System hält 20 Terabyte. Die werden nicht so schnell umgezogen. Und da ist auch ein bisschen Zeit für uns immer. Wir werden in die Projekte, deshalb haben wir ja Prozesse immer gut mit integriert. Dann heißt es immer, wie wird sich das fürs NOC auswirken? Und dann haben wir immer die Möglichkeit, dann noch zu reagieren, um unsere Checks dementsprechend auch anzupassen. Vielleicht abschließend bleibt uns dazu zu sagen, wir haben durch diese Umstellung und auch Vereinfachung erheblich an Nutzen für unsere Firma gewonnen auch. Vorher war das Ganze immer so verschrien als der Leitstand der GISA. Da schieben wir mal alle hin, die einfach nur auf Monitore gucken sollen und dann irgendwelche Leute anrufen. Das war immer ein bisschen verschrien. Wir sind jetzt eigentlich eine ganz coole Truppe, die Anerkennung auch genossen hat dementsprechend, weil das Tool bei uns in der Firma gut angekommen ist. Die meisten Leute kommen damit gut klar. Wer damit nicht gut klarkommt, der kommt einfach zu uns und fragt nochmal, wenn er was nicht findet. Und wir haben unseren Mehrwert da drin gefunden, dass wir festgestellt haben, dass die Landschaft jetzt flüssiger läuft. Wir können unsere Probleme schneller lösen. Wir können qualifiziertere Aussagen auch treffen durch die ganzen Informationen im System. Und das wollen wir einfach auch weiter ausbauen. Wer vielleicht auch noch Ideen dafür hat, gerne. Ne? Und können nur sagen, GISA hat es dementsprechend das gebracht, dass wir das auch als Dienstleistung anbieten können. Wir haben sehr kritische Systeme auch, die wir damit überwachen beim Kunden vor Ort. Und bleibt einfach nur zu sagen, das läuft. Vielen Dank.